Da komme ich. Habe ich schon gelesen? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir nicht hin, gehen wir die Treppe hoch. Uns bleibt nichts anderes übrig. Pixelmäuse! Haben wir das schon gelesen? The Watcher, Mann über Bord, mutmaßlicher Spion, springt in den Atlantik, um Festnahme zu entkommen. Na dann, Happy Birthday. Das hat er wahrscheinlich nicht überlebt. Flotte nach nahegelegener Schiffe unterstützt Such- und Rettungsaktionen. Verdächtiger kann unter falscher Identität an Bord der Helios. Sicherheitskräfte deckten dies auf. Wardenclyffe Hafenbüro im Belfast geschlossen. Das? Ein Spiegel? Oder irgendeine milchige Flüssigkeit? Super. Ganz toll. Zeitplan für Abteilung nicht nach Quartier. Es ist so ungerecht. Wir in der Biologieabteilung versauen uns die Kleidung mit Blut und Dreck, während die von der Physikabteilung den ganzen Tag Gleichungen an die Tafel schreiben und höchstens mal leichte Kreideflecken davontragen. Wir brauchen mindestens 2 Waschtage, um die Blutflecken herauszubekommen. Kümmert euch darum. Ich habe erst unten bei Fix This was anderes gelesen. Da geht's wieder runter. Wieder in die Halle, wo wir eben waren. Ja. Ja. Dann sind wir wieder da, okay. Ja, dieses Schiff ist so groß, aber es hieß ja immer, dass Neuankömmlinge sich hier gerne verlaufen. Ich hätte so gern eine Taschenlampe. Oder zumindest mehr Licht. So. Oh, guck mal, da ist die, Erscheinung wieder. Da war sie wieder weg. Sie dreht sich ja. Ganz langsam, aber er dreht sich. Archer Ada. Alpha Quartier. Jetzt muss ich nur noch einen Weg hineinfinden. Ja, ganz toll. Ada, mach auf. Hör zu, Kumpel. Wie ich schon sagte, wir werden tun, was wir können. Mit wem sprichst du da? Ada. Oh, da war noch jemand. Also, so ein Typ namens Aubrey funkte auf unserer Frequenz. Er sagte, er sei in der Maschinenhalle eingesperrt und er erwähnte eine fremdartige Energie. Ich hätte gern ein paar Antworten. Rose, ich möchte dir das lieber persönlich erklären. Nein, Ada, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, mir zu sagen, was hier los ist. Okay. Hör zu, ich mache es kurz. Wir haben Quantenresonanzanomalien entdeckt, die die Ein-Elektronentheorie beweisen. Das bedeutet, dass jedes Elektron im Universum dasselbe ist und sich durch die Zeit hin und her bewegt. Daher begannen wir natürlich von einer zweiten Zeitdimension auszugehen, die an die euklidische Analogie des Minkowski-Raums gebunden ist. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ada. Der Thomson-Hypothese. Ada. Tja, nun Ada. An der Stelle Ada. Ada. Hör auf! Du redest mit mir, nicht mit einem deiner Forscherfreunde. Stimmt. Okay. Ein großes Experiment ist uns um die Ohren geflogen. Es ist ein Riss im Zeitfluss entstanden und gefährliche Dinge sind durchgedrungen. Diese Dinge haben uns getötet. Alle von uns. Wir haben versucht, es einzudämmen, aber Fakt ist, wir müssen hier weg.
Ja, wir stehen davor. Ja, aber das Alpha-Quartier ist verschlossen. Ich komme nicht rein. Du hast dir nicht vielleicht eine zusätzliche Keycard? Scheiße. Nein, warte. Doch, hab ich. Meine Freundin Eliza hat eine. Nein. Oh Gott, ich hoffe, sie ist wohl auf. Sie ist im Erdgeschoss. Gamma-Quartier. Gamma? Ja. Dann ist ihr Eingang von einem Netz aus Stromkabeln versperrt. Ich komme nicht in die Nähe. Kannst du den Strom abschalten? Der Überschreibungscode sollte im Epsilon-Gästequartier zu finden sein. Kinderspiel. Richtig. Ich besorge den Überschreibungscode und schalte den Generator ab. Kinderspiel. Hör mal, ich betrete jetzt einen anderen abgeschirmten Bereich und werde per Funk nicht erreichbar sein. Aber ich versuche mich zu beeilen. Ich komme näher. Ich weiß doch nicht mal, wo der Generator sein soll. Wir gehen erstmal auf die andere Seite. Spring! Gefällt mir langsam nicht. Was für Viecher sind das? Oh. Rüber kann man nicht, gut zu wissen. Vielleicht die andere Treppe. Es tut mir leid. Was? Zeta. Da wollen wir nicht hin. Müssen in den... Ich weiß es gar nicht mehr. Verdammt. Ich kann mir das super merken heute. Heute läuft's. Da kommen wir auch nicht eben vorbei. Doch. Hm, was? Müssen da rein. Ist da der Generator? Das ist der Generator. Und da hat jemand seinen Schraubschlüssel vergessen. Und hat das, Okay, wir haben nur den Code. Der Code unten war 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Hier aber nicht, okay. Dann müssen wir den Code hier auch noch finden. Sollten wir uns vielleicht erstmal weiter umgucken. Na gut, wir können gucken uns erst weiter um. Hallo? Wo sind wir hier überhaupt? Beta. Da kommen wir nicht weiter. Gästequartiere. Easy. Können Sie uns weiterhelfen? Handschriftliche Notiz. Der widerliche, neugierige 18-Jährige, der letzte Woche zu Besuch war, Albert, hat seine Sachen in der Windgäste-Suite gelassen. Könnten Sie sich bitte um unser deutsches Wardenclyffe-Büro wenden, um die Rücksendung seiner Sachen zu arrangieren? Danke, Martha. PS, wir haben eine spezielle Anfrage erhalten, ein Klavier in der Earth-Suite zu bringen. Versuchen Sie bitte die Wartungsleute dazu zu bringen, den Transport von den Docks zu übernehmen. DS. Air Suite.
und Fire Sweet, aber nicht die Earth. Earth könnten wir auch gut gebrauchen. Das sind die? Okay, da haben wir eins. Luftballons. Alles Gute zum Geburtstag. Das würde ich auch sagen. Happy Birthday to you. Das ist, wenn ich die Luftballons berühre. Okay, nichts passiert. Das ist gut so. Happy Birthday to you. Foto einer Ehefrau. Das Foto einer hübschen Frau. Glaube immer, immer an dich selbst. Denn wenn du es nicht tust, wer dann, Sweetie? Ja, niemand. Wenn du nicht selbst an dich... Ich habe einen Luftballon kaputt gemacht, aber ich sehe nicht wo. Das anspeisen? Nein. Okay. Hier gibt's nichts für uns. Davon hatten wir keinen. Nee. Danke für den Hinweis. Dafür haben wir eine Keycard. Das ist der Service. Sollen wir erst. Wir gehen erst hier rein. Wir sind zu neugierig, das tut mir leid. Hallo? Wir wollen auch nicht lange stören. Albert Einstein. Das ist der nervige 18-Jährige. Ist das der? Notiz von Albert. Diese Mitarbeiter der Helios. Nee, anders. Liebe Mitarbeiter der Helios, mir ist bewusst, dass dies wahrscheinlich nicht wirklich ordnungsgemäß ist. Wie auch immer. Nach einem sehr aufschlussreichen Gespräch mit Lead Researcherin Archer bin ich zu dem Entschluss gelangt, aufs Festland zurückzukehren, um an einer neuen Idee zu arbeiten. Wir können uns auch gut vorstellen, was. Ich bin mir sicher, dass Sie als wissenschaftliche Mitarbeiter den Wunsch verstehen, diese seltenen Momente der Inspiration zu verfolgen. Falls nötig, greifen Sie die übereilte Flucht meinem übermäßigen jugendlichen Eifer an. Ich danke Ihnen allen für Ihre Gastfreundlichkeit während meines kurzen, aber sehr produktiven Aufenthalts. Danke, Albert. Ja, und dann kam die Atombombe. Aber Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn eine Idee kommt, muss man sie direkt umsetzen, denn wenn man es nicht tut, vergisst man es. Das kenne ich. Beim Zeichnen. Hier gibt's aber sonst nichts. Okay, wir gehen zum Service. Hallo? Da ist die rote Farbe wieder. Gut. Ah, da ist es ja. Überbrückungscode 33212. Alles klar. 33212. Mal gucken, wie lange wir uns das merken können. 33212. 33212. Okay. 3, 3, 2, 1, 2. Voila. Jetzt Adas Ersatzschlüssel besorgen. Ja, runter also mit uns. Ich hab immer noch so Angst, dass mir einer entgegenkommt. Outlast, ich hasse dich dafür. Ich hatte ja eigentlich keine Angst vor Outlast, aber... Neuerdings bin ich auf den Trip jedes Mal
bei Spielen zu denken, oh Scheiße, es ist wie Outlast. Und das war ja manchmal, alter Jasse, schon erschreckend. A plus T. Wer ist denn dieser T oder die See? Ja. Gamma Quarter, Y, not a river. Oh, was sie da schon trugen, das ist eigentlich falsch zu der Zeit, oder? Haben die Spielemacher denen einfach irgendwas angezogen? Haben die noch Händchen gehalten? Okay. Sieht aber hier eher aus wie eine Bar, als dass hier jemand gewohnt hat. Huch, da war was. Ich hab's gesehen. Eine vergessene Keycard für das Apartment von Arking. Das sind nicht wir, oder? Das sind nur die Ratten. Oh Gott. Warum flüstert hier jemand? Zeitung The Call. Edison bestreitet Spionagevorwürfe. Anschuldigungen sind haltlos, sagt Edison. Vorbereitung für Gegenklagen. Das hatten wir doch schon. Sollte ich jetzt weitergehen? Oh. Das muss aber mit einer großen Kraft passiert sein. Und da ist was zum Durchschlüpfen. Das heißt also, wenn wir weglaufen müssen. Und lässt grüßen. Ja. Macht mal. Elementary. Was war das? Oh Gott. Steinmetz. Gott, sind die Apartments groß. Das war ein Schachspieler, wohl bemerkt. Mein Laptop wird langsam ein bisschen warm. Sogar zwei. Naja, es ist ein Bad. Okay, das zählt nicht. Das hatten die anderen auch. Er hat sogar in der Badewanne Schach gespielt. Oh, und er hat sogar noch ein Rasiermesser. Klassisch. Keiner in der Badewanne, gut. Ich habe so Sorge vor dem Abhauen gerade. Das gibt's gar nicht. Ist aber nichts für uns. Schrank. Ein Koffer können wir nicht öffnen. Das war unsere eigene Hand. War nix. Grafik. Nielsen. M. Nielsen. Patel. King. Wait a second. Ivanov. Fairfield. Ein Keycard für das Apartment von Elisa Fairfield. Sie scheint absichtlich vor der Tür liegen gelassen worden zu sein. Hier wurde sie durchgeschoben. Gehen wir jetzt zuerst in King oder Fairfield? Fairfield war, glaube ich, die Freundin, oder? Was erwartet uns jetzt? Nix. Erstmal. Anonyme Notiz. Wir wissen, was du getan hast. Tu, was wir sagen, wie wir es sagen, wann wir es sagen. Oder wir stellen sicher, dass deine Tage auf der Helios gezählt sind. Wir bleiben in Kontakt.
Nett. Übrigens geil, wie diese moderne Werbung über Shuffleboard zu diesem altertümlichen Bild passt. Sollte man sie vielleicht gar nicht hier haben? Sie wollte gefunden werden. Oh Gott. Ruhe in Frieden, Eliza. Ja, und bitte jetzt nicht wieder aufstehen, ja? Oh Gott, ist das klein gelesen. Ach, geschrieben. Ich darf jetzt lesen. Elizas Notiz. Mein Zuhause, die Helios, ist der einzige Ort, an dem ich je wirklich gehörte. Dieses Schiff hat mich akzeptiert. Ich kann nicht in Worte fassen, wie es ist, ihr ganzes Leben lang zu leiden, ohne auf Akzeptanz oder eine Art Seelenverwandtschaft zu treffen. Aber an Bord der Helios fand ich nicht nur Seelenverwandtschaft, sondern auch Freundschaft. Ich habe eine Familie gefunden. Entschuldigung, wenn ich sehr ins Mikro blase. Und jetzt? Ich habe die einzige Familie zerstört, die ich je hatte. Ich bin alleine. Erneut. Ich hätte niemals hier enden sollen. Trotzdem bin ich hier. Das Seil in der Hand, das Urteil wartet vor meiner Tür. Ich dachte, die Barrikade könnte sie wenigstens für eine Weile aufhalten. So dumm von mir. Ihre Wolken kamen ungehindert durch. Gefolgt von den Schreien meiner Freunde. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Allein. Erneut. So sollte es nicht kommen. Es sollte nur den Test verzögern. Nur eine Verzögerung, das war alles. Eine Verzögerung als Gelegenheit für ihr Schweigen, damit ich mit meinen Freunden an Bord bleiben konnte. Nicht, dass es am Ende von Bedeutung wäre. Meine Schuld wird nicht verschwinden und die Lösung wird sich nicht mehr ändern. Wenn du mir vergeben kannst, danke ich dir von ganzem Herzen. Wenn du es nicht kannst, habe ich Verständnis dafür und akzeptiere dein Urteil. Ich bin wieder allein. Es ist alles meine Schuld. So ein Abschiedsbrief, ey. Kommt schon. Du stehst jetzt bitte nicht auf, okay? Bitte. Das ist ein Grafikfehler. Das ist so aussieht, als würde sie den Mund bewegen. Das ist gruselig. Adas Ersatz-Keykarten für Quarter und ihr Apartment. Die Keykarten sind stark abgenutzt. Und wahrscheinlich öfter benutzt. Raus hier jetzt! Raus hier! Raus! Bloß raus hier! Zurück zum Alpha-Quartier. Wenigstens kenne ich den Weg. Ja, den kennen wir jetzt. Oder auch nicht. Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Was war das? Der Kreislauf muss unterbrochen werden. Gut. Habe ich mich erschrocken. Bitte nicht. Schatten der Vergangenheit. Sie reisen stets zu. Nein, wie ging der Spruch noch? Shuffleboard. Leisure hätte gewonnen. Sie ist bestimmt gut in diesem Spiel, oder? Die Musik gefällt mir gar nicht. So, und ich möchte jetzt nur noch in dieses Apartment, in Sicherheit. Dann ist Feierabend. Dieses Spiel ist harmlos und trotzdem habe ich so einen Schiss. Ich weiß noch nicht, ob es so harmlos ist, aber bisher ist es bitte funktioniere. Harmlos.